Hey Leute, jetzt da wir mehr oder weniger jede Produktionskette kennen, ist es an der Zeit, sich etwas tiefer mit der Materie zu beschäftigen, um herauszufinden, wie wir unsere Produktion bestmöglichst optimieren können. Daher möchte ich eine neue Videoreihe anfangen, in der es um wesentlich effizientere Layouts gehen soll. Und diese verbesserten Layouts habe ich nach dem Motto von Anno 1800 benannt, die Industrial Layouts. In diesem Industrial Layout geht es um die Alkoholproduktion der alten Welt, also Schnaps, Bier und Sekt. Damit ihr eine Ahnung bekommt, was euch in diesem Video erwartet, zeige ich euch hier eine kleine Übersicht. Im Wesentlichen geht es um drei Punkte. Zuallererst befassen wir uns damit, was überhaupt ein Industrial Layout ausmacht. Danach besprechen wir, welche Produktionsgebäude zusammengefasst und vor allem, durch welche Items diese Gruppen verstärkt werden können, um dann schließlich sämtliche Informationen in Form einer Blaupause zu verwirklichen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch kurz ein paar Dinge loswerden. Anno 1800 bietet uns durch seine enorme Variation an Items unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten an Kombinationen. Deshalb möchte ich deutlich machen, dass die Layouts, die ich euch in diesem Video präsentieren werde, nicht die einzigen Möglichkeiten sind, um eine effektive und erfolgreiche Produktionskette zu verwirklichen. Ihr werdet sogar hier und da merken, dass an einigen Stellen noch etwas verbessert werden kann. Also, worauf kommt es bei den Industrial Layouts an? Das Allerwichtigste ist natürlich eine enorm hohe Produktivität. Und wie erreichen wir eine derart hohe Produktivität? Indem wir Kraftwerke in unsere Layouts integrieren, die Handelskammer mit abgestimmten Items versehen und die Arbeitsbedingungen nach oben treiben. Durch das Kraftwerk können wir fast allen Produktionsgebäuden einen Leistungsschub von zusätzlichen 100% verschaffen. Allerdings muss es ununterbrochen mit Öl versorgt werden und wir brauchen ein Schienennetzwerk, auf dem sich unsere Lieferzüge fortbewegen können. Die Items für die Handelskammer verschaffen unseren Gebäuden verschiedene Boni, wie zum Beispiel mehr Produktivität, geringere Unterhaltskosten, das Senken der benötigten Arbeitskraft sowie das gelegentliche Herstellen von zusätzlichen Gütern. Sie werden in 5 unterschiedlichen Raritätsstufen unterteilt. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. In meinen Industrial Layouts werde ich überwiegend epische und ab und zu das ein oder andere seltene Item verwenden. Den Gebrauch von legendären Items möchte ich erstmal vermeiden, da diese äußerst schwer zu bekommen sind. Schließlich sollt ihr die Möglichkeit haben, meine Layouts auch nachzubauen und das Besorgen von epischen Items ist da deutlich wahrscheinlicher. Im Übrigen liegt mein Fokus bei den Items auf die Steigerung der Produktivität. Boni wie das Senken der Unterhaltskosten sind zwar ebenfalls wichtig, sind aber in diesem Video eher von geringerer Bedeutung. Die Arbeitsbedingungen nutze ich, um die verschiedenen Layouts aufeinander abzustimmen, sodass die Produktionsstärke bei allen Gebäuden gleich stark ist. Neben einer hohen Produktivität spielt natürlich die Platzersparnis eine hohe Rolle, denn je weniger Platz ein Layout verbraucht, desto mehr hat man für andere Layouts. Außerdem ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, welche Produktionsketten man kombinieren oder zusammenlegen kann. Viele Items verstärken nicht nur eine Art von Produktionsgebäude, sondern gleich mehrere. Nebenbei muss man auf das Gebäude Verhältnis achten, dass sich alle Gebäude im Radius der Handelskammer befinden, dass das Kraftwerk gut mit dem Zug zu erreichen ist und dass man genügend Lagerhäuser in der Nähe hat. Wenn unsere Produktionsgebäude plötzlich mit 2, 3 oder gar 400% laufen, müssen die Waren schnell verstaut werden können. Sicherheit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, da eine hohe Produktivität natürlich auch eine hohe Brand- und Explosionsgefahr birgt. Deshalb sollte im Layout mindestens eine Feuerwache vorhanden sein, um das Schlimmste zu vermeiden. Zu guter Letzt sind mir persönlich Aussehen und Ordnung wichtig. Auch wenn ich manchmal das Aussehen der Layouts zugunsten der Effizienz nach hinten stellen musste. Das sind die wesentlichen Merkmale meiner Industrial Layouts. Jetzt, da wir das wissen, werfen wir einen Blick auf die Produktionsgruppierungen. Vorhin erwähnte ich bereits, dass es Sinn macht, bestimmte Produktionsgebäude zusammenzulegen, da sie von demselben Item profitieren können. Und so entscheide ich auch, welche Gebäude ich in einer Gruppe zusammenfasse. Jedes meiner Layouts basiert auf einem Kern-Item und 2 unterstützenden Items, die eventuell variiert werden können, je nachdem, worauf ihr lieber den Fokus legt oder was euch gerade zur Verfügung steht. Da es in diesem Video um Schnaps, Bier und Sekt geht, ist es nicht gerade verwunderlich, dass ich die Schnapsbrennerei, Brauerei und Sektkillerei in eine Gruppe gepackt habe. Die verschiedenen Komponenten der Produktionsketten können wir ebenfalls in Gruppen zusammenfassen. Unsere Gesamtproduktion neben dem Alkohol besteht also aus folgenden Dingen: Kartoffeln, Getreide, Malz, Trauben, Hopfen, Quark,
Quarzsand und Glas. Die erste Gruppe habe ich unter dem Kernitem Grandiose Kupferdistille zusammengefasst. Dieses Item verstärkt die Produktion der Schnapsbrennerei, der Brauerei, der Mälzerei und der Sektkellerei um 50% und senkt ihren Unterhaltskosten um 25%. Bekommen könnt ihr dieses Item in der Weltausstellung. Die nächste Gruppe hat das Kernitem Alexander Hancock, Vater der Kartoffel. Er erhöht die Produktivität der Kartoffel- und Getreidefarm, der Hopfenplantage und des Weinberges um ganze 80%. Außerdem stehen euch 35% mehr Module zur Verfügung und es werden jedes 8. Mal, nachdem ein Produktionszyklus abgeschlossen wurde, zusätzlich Kartoffeln hergestellt. Dieses Item findet ihr beim NPC-Händler Ally Bleakworth. Die Weltausstellung und Ally Bleakworth sind im Übrigen eure wichtigsten Quellen, um schnell an Items zu kommen. Da so viele Plantagen und Farmen nicht in ein Layout passen, habe ich sie nochmal unterteilt in drei Gruppen. Einmal Kartoffeln und Getreide, Hopfen und Weintrauben. Das nächste Item ist der schöne Elektrohandbohrer. Er erhöht die Produktivität von Quarzminen um 40% und senkt dessen erforderlichen Arbeitskräfte um 20%. Ihr bekommt diesen in der Weltausstellung. Als letztes hätten wir dann noch Owens vollautomatische Glasblastmaschine für unsere Glashütten. Da mir aber ein reines Glashütten-Layout zu wenig war, habe ich noch eine Glühbirnenproduktion integriert. Diese profitiert nämlich ebenfalls von den 40% Produktivität, die das Item mit sich bringt. Außerdem senkt es die Brandgefahr um 30%. Dieses Item findet ihr ebenfalls in der Weltausstellung. Jetzt, da ihr alle Gruppierungen kennt, können wir jede einzelne genauer betrachten. Das Alkohol-Layout besteht aus 8 Schnapsbrennereien, 8 Brauereien und 5 Sektkellereien. Hinzu kommt noch ein Kraftwerk, 2 Feuerwachen, 6 Lagerhäuser und eine Handelskammer. Wenn ihr dieses Layout nachbauen wollt, braucht ihr dafür folgende Ressourcen. Für die Handelskammer habe ich folgende Items vorgesehen. Das Kernitem Grandiose Kupferdistille, Feras Al-Zahrami, Meister der Hypnose und Sir Lewis Brandley, Chemiker mit Verstand. Ich werde jetzt nicht von jedem Item die Eigenschaften vorlesen, möchte aber dennoch zu einigen etwas sagen. Feras Al-Zahrami ist in meinen Augen eines der besten Items im Spiel, da er fast jedes Gebäude, das etwas produziert, verstärken kann. Also nicht nur Brauereien, sondern auch Farmen oder Minen. Bekommen könnt ihr ihn bei Ally im Gefängnis. Allerdings ist er leider sehr selten. Solltet ihr ihn aber dort im Angebot sehen, würde ich euch raten, sofort zuzuschlagen. Er ist es auf jeden Fall wert. Sir Lewis beeinflusst leider nur die Schnapsbrennerei, aber seine Produktionssteigerung von 100% kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Seine eigentliche Stärke liegt aber im Generieren von Rum. Jedes dritte Mal, wenn ihr Schnaps herstellt, bekommt ihr Rum geschenkt. Und da euch die Bürger bekanntlich die Haare vom Kopf saufen, ist es eine enorme Unterstützung. Leider ist er noch viel seltener als der gute Feras. Bekommen tut ihr ihn ebenfalls im Gefängnis. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass ihr endlich ein Layout zu Gesicht bekommt. Dieses Layout hat eine Größe von 34x28 Kästchen. Die Lücken in der Straße sind leider notwendig, aber ich sagte ja bereits, dass das Aussehen leider manchmal vernachlässigt werden muss. Es empfiehlt sich, sämtliche Layouts erstmal im Blaupausenmodus zu bauen, damit ihr nicht unnötig Ressourcen verschwendet. Beginnt mit der Schnapsbrennerei und platziert diese in Zweierpärchen links und rechts neben der Handelskammer. Dann rahmt ihr diese mit einer Straße ein. Darüber platziert ihr nun jeweils links und rechts 2 Brauereien und in der Mitte 2 Mälzereien. Verbindet wieder alles mit einer Straße. Jetzt kommen in die oberen Ecken jeweils ein Lagerhaus und dann noch die restlichen Brauereien und Mälzereien. In der unteren Hälfte platziert ihr an den Seiten 2 Lagerhäuser. Die rechte Seite könnt ihr bereits mit einer Straße abschließen. Jetzt kommt die Sektkellerei und 2 Feuerwachen.
Am Ende platziert ihr noch das Kraftwerk mit Ausrichtung nach unten und fertig ist das Alkohol-Layout. Die Lagerhäuser solltet ihr so bald wie möglich aufwerten. Diese Aufwertung und das eventuelle Ausbauen der Straßen zu Stein habe ich übrigens nicht in der vorhin gezeigten Zusammenstellung der Ressourcen einberechnet. Nur damit ihr Bescheid wisst. So sieht das Ganze dann fertig aus. Den linken Teil braucht ihr noch gar nicht zu beachten. Das ist nämlich alles noch Top Secret für ein weiteres Industrial Layout, welches bald kommt. Achtet nur darauf, dass ihr das Layout richtig ausrichtet, damit ihr euer Schienennetz anbinden könnt. Kommen wir zur nächsten Gruppierung, dem Kartoffel- und Getreide-Layout. Um das Gebäudeverhältnis einzuhalten, benötigen wir 8 Getreidefarmen und 8 Kartoffelfarmen. Da wir aber durch eines unserer Items zusätzliche Kartoffeln generieren, benötigen wir nur 5 Kartoffelfarmen. Hinzu kommt noch eine Feuerwache, 4 Lagerhäuser und eine Handelskammer. Um dieses Layout bauen zu können, benötigt ihr folgende Rohstoffe. Als Items habe ich neben dem Alexander Hancock den Superphosphatdünger und den wundersamen Stahlflug ausgesucht. Den Dünger bekommt ihr in der Weltausstellung und den Stahlflug angeblich durch Quests von Farmern. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich bis jetzt da leider noch nie Glück. Alternativ könnt ihr die patentierte stählerne Seemaschine nehmen, die ihr ebenfalls in der Weltausstellung bekommen könnt. Die Farmlayouts haben bei mir immer den gleichen Kern, der eine Größe von 30x7 hat. Je nachdem, was ihr gerade benötigt, könnt ihr dann einfach die Farm drumherum platzieren und dann ähnlich wie bei meinem Kaffee-Layout die freie Fläche mit Ackerland füllen. Achtet nur darauf, dass ihr in eine Richtung eine Straßenanbindung benötigen werdet. Beginnt mit den Getreidefarmen auf einer Seite und reiht sie aneinander auf, bis ihr 8 Stück habt. In der Mitte könnt ihr eine Feuerwache platzieren. Auf der unteren Seite kommen dann die 5 Kartoffelfarmen. Hier müsst ihr aber aufpassen, da das nur funktioniert, wenn alle 3 Farmgruppierungen den Alexander haben. Andernfalls bekommt ihr nicht genug Kartoffeln. Notfalls könntet ihr noch weitere Kartoffelfarmen hinsetzen. So sieht das Ganze dann fertig aus. Zugegeben, bei diesem Layout musste ich erst ein wenig rumexperimentieren, da wir ja sowohl den Alexander als auch den Louis haben, der unsere Produktion ein wenig auf den Kopf stellt. Ich habe mich schließlich nach langen Tests für 5 Kartoffelfarmen entschieden. Aber keine Sorge wegen dem offenen Platz. Immerhin brauchen wir noch Getreide für unsere Brotproduktion, weshalb ich gegebenenfalls in einem anderen Video auf dieses Layout hier zurückgreifen werde. Ihr müsst nur erstmal wissen, dass für dieses Layout 8 Getreidefarmen und 5 Kartoffelfarmen ausreichen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es könnte nicht schaden, noch 1 bis 2 Lagerhäuser hinzuzufügen, da die Kartoffelfarmen sehr schnell produzieren werden. Da ich das aber erst bemerkt habe, als mein Layout schon stand, konnte ich die Lagerhäuser nur etwas weiter weg platzieren. Als nächstes kommt das Hopfenlayout. Für das Gebäudeverhältnis benötigen wir 12 Hopfenplantagen. Hinzu kommt noch eine Feuerwache, 4 Lagerhäuser und eine Handelskammer. Hier habt ihr die Ressourcenkosten. Als Items benutzen wir genau die gleichen wie bei der Kartoffel- und Getreidegruppe. Als Layout nehmen wir wieder den Kern für die Farm und platzieren die 12 Hopfenplantagen drumherum. Auch hier könnt ihr wieder eine Feuerwache integrieren, was durchaus ratsam wäre. So sieht das Ganze dann fertig aus. Hier könnt ihr gut die Verbindungsstraße in eine Richtung sehen, die ihr benötigt. Auf der anderen Seite könnt ihr dann die Hopfenfelder ausbreiten, wie ihr mögt. Und last but not least, das Traubenlayout. Für das Gebäudeverhältnis benötigen wir ganze 20 Weinberge, was mit einer der Gründe ist, warum ich nur 5 Sektkellereien in das Layout integriert habe. Hinzu kommt noch eine Feuerwache, 4 Lagerhäuser und eine Handelskammer. Hier habt ihr die Baukosten. Itemtechnisch gibt es hier eine kleine Abänderung. Anstatt die Seemaschine habe ich den preisgekrönten Produzenten reingenommen. Der sorgt nämlich dafür, dass jedes 8. Mal zusätzlich Sekt hergestellt wird. Das gleicht unser Defizit an Sektkellereien etwas aus. Erhalten könnt ihr diesen ebenfalls im Gefängnis. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch den Flug oder die Seemaschine nehmen. Im Layout ändert sich auch nicht viel. Platziert einfach die 20 Weinberge drumherum.
Als kleine Ergänzung würde ich auf einer Seite noch eine Feuerwache hinzufügen, nur für den Fall der Fälle. Hier das Ganze dann nochmal in Natura. Auch hier nochmal der kurze Hinweis, dass das ein oder andere zusätzliche Lagerhaus nicht schaden könnte. Bei mir geht es gut auf, da ich links daneben das Alkohol-Layout habe und damit die Weinberge unterstützen kann. Für das Glas-Layout bräuchten wir eigentlich nur 5 Glashütten, um auf das Gebäudeverhältnis zu kommen. Da ich aber noch 4 Glühbirnenfabriken integriert habe, benötigen wir insgesamt 7. Hinzu kommen noch 4 Glühfadenfabriken, 2 Kühlereien, 2 Feuerwachen, ein Kraftwerk, 8 Lagerhäuser und eine Handelskammer. Hier habt ihr die benötigten Rohstoffe. Neben der vollautomatischen Glasblasmaschine findet hier noch der gute Feras seinen Platz. Als drittes Item habe ich das teutonisch-technische Schneidewerkzeug mit reingenommen. Jetzt könnte man sich fragen, wieso genau das? Warum überhaupt eine Kühlerei integrieren, wenn wir genauso gut auf Kohleminen zurückgreifen können? Nun, mir war es wichtig, dieses Layout möglichst unabhängig von den Kohleminen zu machen, da wir diese noch für diverse andere Sachen brauchen werden. Neben der zusätzlichen Produktivität für die Kühlerei hat dieses Item aber noch eine viel wichtigere Eigenschaft, welche aus irgendwelchen Gründen nicht in der deutschen Sprachausgabe drinnen steht. Es reduziert nämlich die benötigte Waldfläche der Kühlerei um 30% und das ermöglicht uns, die Kühlerei in ein schönes, kompaktes Layout einzufügen. Sehen wir uns das Ganze mal an. Das Layout hat eine Größe von 42x34 Kästchen. Beginnt damit auf beiden Seiten die 4 Lagerhäuser aufzureihen. Dann platziert auf jeder Seite jeweils 2 Glühfadenfabriken. Jetzt baut ihr die Straße, wie hier gezeigt. Daneben kommen die Glashütten, achtet nur auf den Versatz unten zur Straße und untereinander. Erneut zieht ihr die Straße, wie hier gezeigt. In der Lücke findet nun eine Feuerwache ihren Platz und darunter 2 weitere Glashütten, welche ihr mit einer Straße umrahmen könnt. Nun kommen die Kühlereien, die ihr seitlich genau mittig platziert und nach oben hin mit einem Feld Abstand zur Straße. Jetzt kommen die Glühbirnenfabriken und das Kraftwerk. Ganz zum Schluss kommt noch die letzte Glashütte und eine weitere Feuerwache. Nachdem ihr alles mit einer Straße verbunden habt, ist euer Glas- und Glühbirnen-Layout fertig. Und so sieht das Ganze dann im gebauten Zustand aus. Mit dem Schneidewerkzeug haben die Kühlereien gerade genug Fläche, um auf 100% laufen zu können. Die 8 Lagerhäuser mögen auf den ersten Blick ein wenig drastisch wirken, da ich aber dieses Layout immer in Verbindung mit meinen Quarzgruben baue, ist es genau die richtige Anzahl. Womit wir zu unserer letzten Gruppierung kommen, den Quarzgruben. Für unser Gebäudeverhältnis benötigen wir eigentlich 7 Quarzgruben, aber hier habe ich versucht, ein wenig zu tricksen. Was ich genau meine, erkläre ich euch gleich, aber fürs Erste habe ich das Ganze auf 6 Gruben beschränkt. Hinzu kommt noch eine Feuerwache, eine Polizei und eine Handelskammer und je nach Umständen eventuell das eine oder andere Lagerhaus. Ein Kraftwerk habe ich nicht integriert, warum erfahrt ihr auch gleich. Hier habt ihr die Bauressourcen, die aber natürlich je nach Situation variieren können. Als erste wichtige Info müsst ihr wissen, dass die Quarzgrube, obwohl sie an der Küste liegt, nicht durch die Hafenmeisterei, sondern ebenfalls durch die Handelskammer verstärkt wird. Als Items habe ich neben den Elektroboder wieder den guten Feras und den Steinbruchmeister ausgesucht.
zu finden, wo soll es anders sein? Im Gefängnis. Optional könnt ihr hier Grigor, den Geologen, nehmen. Der beliefert eure Gebäude mit Strom, was ein Kraftwerk überflüssig macht und produziert zusätzlich noch jedes vierte Mal Perlen. Finden könnt ihr diesen ebenfalls im Gefängnis. Unser Layout birgt leider ein kleines Problem, denn mit der Handelskammer können wir maximal 5 Quarzgruben verstärken, was übrigens ein weiterer Grund ist, warum ich nur 5 Sektkillereien ins Layout reingenommen habe. Ich wollte halt alles auf die 5 Gruben anpassen. Wenn ihr den Steinbruchmeister reinnehmt, die Arbeitsbedingungen etwas anpasst und wie ich das Glas- und Glühbirnen-Layout für die Stromversorgung in der Nähe habt, solltet ihr keine Probleme mit der Versorgung der 7 Glashütten haben. Da ich aber zwecks eines anderen Layouts, das wie ihr wisst ja noch Top Secret ist, auf den guten Grigor zurückgreifen muss, reichen 5 Quarzgruben einfach nicht mehr aus. Deshalb habe ich noch eine 6. daneben platziert, auch wenn es leider nicht mehr in dem Radius der Handelskammer fällt. Ist halt so, kann man leider nichts machen. Die Polizeiwache habe ich da stehen, da ich die Arbeitsbedingungen um 50% erhöht habe. Dass die Leutchen gelegentlich mal ausrasten, ist da nicht weiter verwunderlich. Ich könnte zwar noch woanders weitere Quarzgruben hinsetzen, aber nee. So Leute, jetzt kennt ihr alle Layouts. Eine wichtige Sache fehlt aber noch. Wir müssen die Produktion untereinander abstimmen. Deshalb gehe ich mit euch kurz jede durch. Unsere Schnapsproduktion erreicht dank Louis eine unfassbare Produktion von 400%. Und das Beste, wir kriegen noch ohne Ende Rum dazu. Wirklich ein tolles Item. Mal abgesehen von der katastrophalen Explosionsgefahr. Damit wir genug Kartoffeln zum Verheizen haben, müssen unsere 5 Farmen mit einer Produktion von 300% laufen. Die extra Kartoffeln von Alexander Hancock erledigen dann den Rest. Denkt nur daran, dass ihr diese gegebenenfalls zur Schnapsproduktion hinschiffen müsst, falls zum Beispiel wie bei mir die Hopfenplantagen sich auf einer anderen Insel befinden. Mit dem Flug würdet ihr auf 300% kommen, da ich aber nur die Seemaschine habe, muss ich die Arbeitsbedingungen um 10% anpassen. Und keine Sorge, wenn die Produktivität ab und zu abfällt. Wie vorhin erklärt, liegt es daran, dass ich nur 4 Lagerhäuser in der Nähe habe. Die reichen aber trotzdem aus, trotz gelegentlicher Schwankungen. Mit dieser Produktionsstärke könnt ihr sagenhafte 19.200 Farmer oder Arbeiter versorgen. Die Bierproduktion läuft mit stolzen 300%. Hier regeln das schon unsere Items, wir müssen also nicht nachhelfen. Wenn ihr den Flug habt, sieht es bei der Getreidefarm genauso aus. Ich musste wegen meiner Seemaschine mit 10% Erhöhung nachhelfen, um auf die 300% zu kommen. Bei der Hopfenplantage haben wir genau das gleiche Spiel. Bleibt nur noch die Melzerei. Die läuft ebenfalls von sich aus mit 300%. Es sind also keine Änderungen mehr nötig. 8 Brauereien auf 300% können 31.200 Arbeiter, 23.400 Handwerker oder 18.000 Obreros versorgen. Unsere Sektproduktion könnte ebenfalls auf 300% laufen. Aber um die Quarzminen und die Glashütten etwas zu schonen, habe ich die Arbeitsbedingungen um 10% reduziert. Das passt dann auch ganz gut mit den Weinbergen zusammen, die von sich aus schon auf 290% gelang. Denkt daran, jedes Mal, wenn das Zahnrädchen 8-mal vollgegangen ist, gibt es gratis Sekt. Unsere Glashütten laufen ebenfalls auf 290%. Nichts Besonderes, alles bleibt wie es ist. Bei den Quarzgruben hängt es von euren Items ab. Da ich Grigor habe, muss ich alles auf Maximum hochballern, um nachzukommen. Mit dem Steinbruchmeister braucht ihr dann nur eine Anpassung von 20-30%. Da müsst ihr einfach mal etwas ausprobieren. 5 Sektkellereien auf 290% können unfassbar 61.600 Investoren versorgen. Und da sind noch nicht mal die extra produzierten Sektflaschen mit einberechnet. Na dann mal hoch die Gläser. Bleibt nur noch die Glühbirnenproduktion. Da unsere Glashütten auf 290% laufen, müssen wir die Produktivität der Glühfäden um 40% erhöhen. Die Kühlerei schafft es trotz geringer Anbaufläche auf ihre 290% zu gelangen. Und an der Glühbirnenfabrik müssen wir ebenfalls nichts mehr rumschrauben. Mit diesem Layout können wir 37.100 Ingenieure oder 23.200 Investoren mit Glühbirnen versorgen. Am Ende möchte ich euch noch auf einen kleinen Bug hinweisen, damit ihr euch nicht wundert. Ich habe nämlich bemerkt, dass Feras, der Hypnotiseur, ebenfalls das Kraftwerk beeinflusst. Die 50% Steigerung sind dort aber eher hinderlich für uns, da es dazu beiträgt, dass unser Öl schneller verbrannt wird, ohne dass wir davon etwas haben. Und leider kann man die Verstärkung nicht nachjustieren. Da muss also Ubisoft nochmal nachpatchen. Wundert euch also nicht, wenn ihr eventuell Ölprobleme bekommt. So Leute, damit kommen wir langsam zum Ende meines ersten Industrial Layout Videos. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir unbedingt, was ihr von dem neuen Videoformat haltet und wo ich eventuell noch etwas nachbessern kann.
Tausend Dank an euch, dass ihr meine Videos schaut und mich so geil unterstützt. Ich kann es immer wieder nur sagen, ihr seid eine hammergeile Community und ich bin verdammt stolz, euch an meiner Seite zu wissen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Zocken und Ausprobieren, habt kühle Gedanken und bis bald.